Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare. Wir wollen direkt in die fünfte Mission starten, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, danach haben wir tatsächlich die Hälfte abgeschlossen. 10 Missionen gibt es ja im Spiel und ja, ich bin gespannt. In der letzten Folge gab es ja die Kernspaltung, wie wir hier noch sehen. Ja, die Folgen werden uns jetzt verfolgen, vermute ich. Gucken wir mal. Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Veteran Pacific Reaktor bei Seattle. Zeugenberichten, ich hätte Gewehrschüsse gehört, gefolgt von einer Explosion. Jeglichem entbehrlichen Personal 5 Meilen in die Stadt von Detroit. Effektive Verfolgung gegen radioaktive. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt. Heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schlummer geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren sie? Am Tag, als alles anders wurde. Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit. Die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Netzwerbefilmchen. Nachwirkung, ja. Detroit, Michigan. Wir sind wieder Spezialist, juhu. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Das ist in der Tat ein bisschen sehr dreist. Haben nur die Ball dabei. Okay, krass. Was du siehst scheiße aus. 22 Echt Tage heftig. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Schon heftig, wie es hier so aussieht. So postapokalyptisch. Stimmt ja auch. Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Schon krass. Heftig.
Sehr heftig. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich da den Ton lauter stelle. Moment, ich notiere mir das mal. Damit ihr das hört, was die Alte da sagt. Das ist sehr heftig. So Reinigung und so weiter ist schon ja. Unfassbar. Gut, gehen wir mal weiter. Moment, Captain. Scanne auf Isotope. Bitte warten. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen. Danke. Gideon. Torres, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Hallo, willkommen bei Star Wars. Oder Destiny? Doch, hat ein bisschen was von Destiny. Autopilot aktivieren. Bravo 2-1, der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Aha. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo, Ende. Schon genial, die Dinger. Name und Befehl. Ach du Scheiße. Gideon, Befehl 5527. Einen Moment. Vier Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Okay, alles in Ordnung. Gott sei Dank. Die wären ein bisschen dicker gewesen, so als Boss-Gegner. Gibt's ja hier auch gar nicht irgendwie. Huch, das war tatsächlich gerade ein bisschen Prophet, was von Destiny. Bravo 2-1, passieren in die Delta. Wachsam bleiben. Sieht aus wie auf der Venus bei Destiny hier, ne? Irgendwie. So ein bisschen. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Sarkasmus pur. Der mochte Detroit wohl nicht so, wie es vorher war. Jo, jetzt habe ich mal heimlich gegähnt. Jetzt bin ich auch noch müde. Erkältet, müde. Sammelpunkt vor uns, 12 Uhr. Ich tue mir manchmal ein bisschen leid. Nein, gar nicht. 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite. Ihr zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Okay. Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Wäre ich jetzt allein unterwegs, hätte ich das Gefühl, ich wäre bei I Am Legend unterwegs. So, noch ein Hündchen dazu. Räumfahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Okay. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Nachtsicht wäre schön. Okay, so ein bisschen Licht haben wir auch. Ich habe extra die Helligkeit ein bisschen hochgestellt. Weil das, ich habe gesehen auf YouTube. Prophet, sind bei Kontrollpunkt Blau. Durchqueren die Schule. Verstanden, wir haben euch. Auf YouTube sind die Videos tatsächlich ein bisschen sehr dunkel geworden. Ach ja, die ganzen Football-Pokale wahrscheinlich oder Baseball. Go Champions. Warum stehen die Stühle, Tische natürlich hier draußen? Alles okay, Gideon? Ist nur das Lämpchen geplatzt. Die Schüler haben aber auch nichts Gutes da drin, in den Spinden. Ja, irgendein Laborinstrument, so wie es aussieht. Scheiße.
Wir sind Leichen. Du sprichst mir aus der Seele. Räumtrupp aus. Schutzanzüge fehlen. Oh Mann. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Heftig. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Ich latsch mal nicht darauf. Oh Mann. Mitchell, die Tür. Zur Tür. Entschuldigung, ich stehe davor. Also. Drecksack. Hat hier jemand sein Haustierchen mitgenommen, oder was ist das? Nee, ich hoffe nicht. Ja, das mit dem Licht ist auch sehr unauffällig, ehrlich gesagt. Ich bin ja schon da. Das ist aber auch ein Meckerkopf, ganz ehrlich. Das macht auch überhaupt keinen Lärm hier, wenn ich hier lang latsch. Der ist irgendwie lautlos? Okay, fast. Aber ich mache Lärm ohne Ende. Nee. Vertrauenerweckend. Sehr vertrauenerweckend. Okay. Oh Mann. Ich könnte wetten, ich knall wieder runter. Tada! Scheiße. Super, jetzt haben wir nicht mal mehr eine Waffe. Sehr schön. Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Kann ich den irgendwie ausschalten? Ich gehe mal hier weiter. Ich will nur nicht, dass der mich von hinten erwischt. Was? Oh, fuck. Drecksack. Oh. Oh, meine Güte. Na, wenigstens haben wir jetzt wieder eine Waffe. Oh shit. Achso, ist nur drüber geflogen. So, boah, ist das duster. Gut, dass ich die Helligkeit tatsächlich ein Stück hochgedreht habe. Weil sonst, selbst ich sehe gerade kaum noch was. Und dann wäre das auf YouTube mal richtig scheiße. Darunter leidet halt auch die Qualität. Weil dunkel ist da irgendwie richtig beschissen aussieht. So. Ich hasse Quicktime-Events. Drecksack. Stirb! Jetzt! Gut so. Shit. Shit. Okay, der hat keine Waffe. Ja. Sehr gut, die behalten wir. Okay.
So, raus da. Mitchell, hier unten. Hallo? Ja, sehr schön. So, geht sehr gut. Stirb doch, Mann! Hab ich ihn getroffen? Keine Ahnung. Die halten aber auch viel aus, das gibt's doch nicht. Geh schon weg. So, oh, schnell weg. Blöde Hund, Mann. Ich hasse es, Hunde zu erschießen, aber was soll ich machen? Ich würde gerne mal einen damit erschlagen, irgendwie. Den nochmal nehmen können wir die nicht. Was? Drecksack! Ah. Komm, erhol dich. Ja. So. Das habe ich aus Destiny. Jetzt wisst ihr Bescheid. Joker, wie ist die Lage? Huch, schon wieder so finster. Sind am Treffpunkt in der Bates Street. Die KVA ist überall. So, Munition aufgefüllt. Sehr gut. Drecksäcke. Was war das für eine Waffe? So, MK14, nö. Drecksack. Ist ja unglaublich hier. Okay, wir hätten auch hier durchgehen können, ne? Jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt hab ich gleich mal die Faxen dicke. Drecksäcke. Wie viel gibt's denn von euch? So. So, mit der AK kann ich wenigstens ein bisschen umgehen. Wenn ich die Gegner dann sehe. Oh. Hinüber ist er. Oh. Da sind sie. Bewegung. Was liegt hier? Und wo soll ich... Snipern? Alter Schwede! Das ging klassisch dann. Na, ich wollte doch meinen. Boah. Status des Doktors. Haben biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg hier. Los jetzt. Die Straße bietet keine Deckung. Oh, das sind unsere Leute, okay. Der Wagen, das ist unsere Deckung. Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Echt jetzt?
Los! Joker, gib uns Deckung! Zum Schieben. Okay, halten. Da müssen sich eigentlich andere drum kümmern. Aber der steht noch. So, jetzt aber. Ja, genau. Kümmern sich super drum. Gibt's doch nicht. Na, geht doch. Da ist noch einer. Kommt schon. Ah. Okay, schieben. Wir können uns hier eh nicht erreichen. Es wäre einfacher, wenn das Ding auf den Rädern stehen würde. Zeig dich! So, schieben wir weiter. Das ist unglaublich. Also. Ich kann gerade nicht viel reden, weil ich mir echt beim Zielen auf die Zunge beiße. Bewegung! Kontakt! 12 Uhr! Mist. Der Doktor ist in der Nähe. Erster Stock, nördliche Seite. Gut, hoch mit euch. So, hoffentlich erschieße ich nicht wieder den Falschen. Ich kenne mich ja. Blendgranate! Hybridvisier? Hm. Tschüss! Frechheit. Was? Frechheit. Drecksäcke. So. Sterbt alle! Wie viel gibt's denn von euch? Gut. So. Da, Mitchell, die Tür auf. Ja, ich bin ja schon da. Was? Jetzt mal im Ernst, ich hab RS gedrückt. Ja? Den rechten Stick. Ja, ja, ja. Nicht schießen! Okay. Schnapp ihn dir. Doktor, komm her. Na, kürzlich Hades gesehen? Ouch. Ich sage nichts. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell, einpacken. Zu mir. Ja, Moment, ich will kurz mal hier gucken. Hier liegt doch was. Ach, schon genommen. Okay. So. Bevor er wieder meckert, laufen wir mal lieber schnell. Jetzt laufen die mir im Weg rum. Toll. Wow. Oh. So. Huch. Wow.
wie fies. Scheiße, scheiße, scheiße. Puh, Gott sei Dank. Wer kommt von da? Oh, Getarnte. Oh, shit. Oh, heftig. Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Cooler Helm. Ob das eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Stimmt. Aha. Huch, da geht's runter. Was war das? Keine Ahnung. Auf die Bikes. Krass. Okay, benutzen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auch fahren, oder? Los, los, los! Coole Sache. Das macht Spaß. Wenn ich ehrlich bin. Das macht gerade echt Spaß. Oh oh. Wow. Okay, die steuern sich aber echt ein bisschen merkwürdig. Klar, schweben ja auch. Wow. Wow, Drecksack. Achtung! Wow. Mann, oh Mann. Anbleiben, Mitchell. Ja, ja, ich komm ja schon, komm ja schon. Autsch. Das muss so. Das Problem ist, ich sehe kaum was. Ja, mecker doch nicht mehr gleich rum. Also... Ich hab's lieber, wenn man mit RT und LT und RT steuert. Ja. Okay, wir müssen da schneller sein. Das ist mies. Okay. Da ist das Tor! Super! Puh! Uff da! Krasse Sache! Prophet, Ziel ist in Sicherheit! Bring ihn zur Befragung. Geh dir ein Ende. Uiuiuiui. Die Nachwirkungen waren ziemlich krass. Okay, wir haben den guten Doc da rausgeholt und jetzt wollen wir den in der nächsten Mission verhören, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ihr kennt's ja schon. Also bis dahin. Ciao.